wieder heute unsere Traditionsveranstaltung, Straubinger Kardiologisches Seminar in Steinach. Es geht um Neuerungen in der Kardiologie und wir werden heute sprechen über Neuerungen in der Herzklappentherapie, Neuerungen bei den Stents, bei der koronaren Herzerkrankung. Wir sprechen aber auch über Bewährtes, über Thrombose-Embolie-Behandlung, ein Thema, das immer wieder aktuell ist. Und dann so ein bisschen so ein Kolibri am Schluss. Es geht um die Perikarditis, also die Entzündung des Herzbeutels. Was gibt es da Neues? Was empfehlen da die Leitlinien? Ein Krankheitsbild, mit dem man vielleicht nicht so oft zu tun hat. Das Publikum heute Abend wird hauptsächlich bestehen aus Klinikärzten aus der eigenen Abteilung, aber auch aus anderen Abteilungen. Aber auch, wir hoffen zumindest, dass sehr viele niedergelassene Kollegen kommen werden, mit denen wir ganz verzahnt unsere Therapien gemeinsam gestalten und da auch Absprachen treffen. Und deswegen ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass wir uns heute nochmal treffen, uns abstimmen in den Gebieten, die ich gerade vorhin erwähnt hatte.